Scheint so, als hätten wir bereits Gesellschaft. Zeit für mich, dieses unliebsame Treffen zu verlassen. Ferio, zerquetsch dieses lästige Ungeziefer. Endgültig. Es wird mir ein Vergnügen sein, mein Meister. Nun zu euch. Da mir eure Neugier so viel Ärger bereitet hat, sollt ihr genauso sterben wie meine anderen Opfer. Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Ich kümmere mich um das Weibsbild. Ha. Oh, schön viel Erfahrung. Ulana Stufe 4 erreicht und wir haben eine neue Queste hier. Rette die Archivarin. Diese roten Schlechter haben ihre Masken enthüllt. Ferio von Ferdok und Kasten Wagnitz, hohe Edelleute, sind die Drahtzieher in dieser Mordserie und bedrohen jetzt Loisanne. Hier wird ihren Untaten ein Ende gesetzt. Sehr gut. Wunderbar. Wir haben zwar das mit dem Ado noch gar nicht gemacht. Da haben wir noch gar nicht ermittelt, aber ich hoffe, das können wir nachher auch noch machen. Ja, dann werden wir wohl kämpfen. Und du fängst einfach mal mit einem Ignifaxius gegen den hier an. Und du mit einem Wuchtschlag gegen den hier. Und du hier mit einem Wuchtschlag gegen den hier. Und du mit einem Blitz gegen den hier. So. Der Hexer hat ihn gebissen. Okay. Sehr gut. Dann machen wir gleich nochmal einen Ignifaxius auf den. Du machst auch gleich nochmal einen Wuchtschlag. Du machst auch gleich nochmal einen Wuchtschlag. Und du greifst einfach so an. Das war doch gut. Und der eine ist schon tot. Ich glaube, der hier. Ja, der ist tot. Und der andere, der braucht noch was von uns. Kann er noch einen Wuchtschlag machen? Ich glaube, ja. Dann machst du nochmal einen. So, den haben wir erledigt. Der ist auch so gut wie erledigt. Blitz hat er auch. Sehr gut. Dann schnell hier. Hallo, ja. Leute. Schnell hier hoch. Ja. Schnell da. Wo sind sie? Da hinten. Ihr seid wahrlich lästiger als ein Beutel Falschgeld. Ich rate euch, bleibt wo ihr seid. Ja, sonst? Blutrünstiger Kettenhund. Krümmt Loisanne auch nur ein Haar und ihr bereut es mit eurem Leben. Ein Schritt weiter und die Archivarin stirbt. Ich warne euch kein drittes Mal. Es ist aus. Seht es endlich ein. Ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Ihr werdet für eure Mordlust büßen und Ado von Eberstamm wird gerecht werden. Ado wer? Das macht euch doch nicht lächerlich. Wenn ich jemanden dieses Namens getötet hätte, wüsste ich darum. Verlasst euch darauf. Weder euer Wahnsinn noch euer tölpelhaftes Lügen können euch noch retten. Euer unentwegtes Morden hat ein Ende hier und jetzt. Habt ihr noch immer nicht verstanden? Ihr könnt nichts mehr aufhalten, was begonnen wurde. Das einzig nahe Ende ist das eurige. Aha. Na, dann schauen wir doch mal. Oh, schaut mal, sie ist verwundet. Aber das lässt sie natürlich nicht davon ab, hier mal einen Blitz loszulassen. Und du könntest... Ja, ich dachte, sie könnte jetzt einen Fernkampf machen, aber... bietet sich irgendwie nicht so an. Du kannst jetzt einen Blitz sprechen. Und hier sind wir ja wieder aufgeladen. Also haben wir hier wieder Wuchtschläge. Der kämpft gut, der kämpft gut. Wie man sieht. Ha! Den haben wir erledigt. In Pajos Namen, was hat sich hier zugetragen? Der Inquisitor. Ein strenger Geherr. Archivarin, erklärt dieses Chaos. Ja, dann erklärt mal, Archivarin. Der Großinquisitor der Preuskirche, ihr hier? Allerdings, ihr habt versäumt, meiner Forderung nach Erklärung nachzukommen. Ich warte. Entschuldigt, Großinquisitor, mein Name ist Crea Sola. Ich arbeite mit Zustimmung der Wachhauptfrau an der Aufklärung der Morde, die durch diese Männer verübt wurden. Eine von der Archivarin aufgedeckte Gemeinsamkeit der Opfer führte uns zu ihnen. Diese Männer hier sind also dieser Untaten schuldig? Um wen handelt es sich genau? Ja, Großinquisitor Ferio von Ferdok und Kastan Wagnitz samt ihrer Handlanger machten Jagd auf Nachfahren von Drachentötern. Erst vor kurzem habe ich durch meine Nachforschung erfahren, dass auch ich vom Blut eines Drachentöters bin. Diese roten Schlechter müssen dies ebenfalls in Erfahrung gebracht haben, doch konnte mich Crea Sola im letzten Moment aus ihren mörderischen Klauen befreien. Ansonsten wäre ich sicher auf die gleiche Weise gestorben wie die anderen Opfer. Nun gut, aber kennt ihr auch den Grund für das Handeln dieser Unholde?
Nein, bedauerlicherweise hat im Kampf um unser Leben keiner unserer Gegner überlebt. Allein Castan Wagnitz konnte entkommen. Er floh noch, bevor es zum Kampf kam. Ich wollte gerade die Verfolgung des Halunken aufnehmen. Nichts werdet ihr tun. Seht euch doch um. Wie sollen Licht und Wahrheit das Dunkel um dieses Verbrechen erhellen, wenn ihr alle erschlagt, die mit ihm in Verbindung stehen? Da hat er nicht ganz Unrecht. Aber eure Heiligkeit, hätte Creasola die Bösewichter gewähren lassen sollen? Silenzium! Stellt meine Geduld nicht unnötig auf die Probe, Archivarin. Auch wenn ich die Art eures Vorgehens zutiefst missbillige, so habt ihr trotz allem Ferdau von großem Übel befreit. Geht nun hinfort, alles weitere liegt in Händen Braios und seiner erleuchteten Inquisition. Wie ihr wünscht, Großinquisitor, ich bitte jedoch darum, euch bei der Ergreifung von Castan Wagnitz zur Seite stehen zu dürfen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr könnt nicht einfach Jagd auf Edelleute machen, deren Maß an Schuld noch nicht einmal bewiesen ist. Aber genug der Widerworte. Ich verbitte mir von nun an jedwede Einmischung in diese Angelegenheit. Besonders von euch. Und nun geht. Archivarin, ihr bleibt hier. Ihr werdet mir alle Schriftstücke, die eure Anschuldigungen untermauern, ohne Ausnahme zur Verfügung stellen. Wie ihr wünscht, Großinquisitor. Tja. Was bilden die sich denn ein? Jetzt sind wir raus. Schon die Ehre gebietet uns, Arnus Mörder zu Fall zu bringen. Prajoten. Keine Sinn für Gerechtigkeit, außer ihre eigenen. Tja. Das verstehe ich nicht. Bislang ist mir eigentlich nur Gutes über diesen Davanja zu Ohren gekommen. Tja, komisch, ne? Bisschen merkwürdig schon. So, oh, schaut mal. Das ist jetzt hier auch nicht mehr schwarz hinterlegt. Haben wir das damit auch erledigt? Rede mit Bala Dockenschmied. Großinquisitor Davanja sagte, Wachhauptfrau Bala Dockenschmied warte auf mich im Foyer. Ich sollte zu ihr gehen und ihr erzählen, was sich zugetragen hat. Tja, dann machen wir das doch. Da unten, ne? Ich gehe trotzdem vielleicht mal ganz kurz. Dann mal los. Auf Erkundungstour. Ja. Hier einmal rum. Folgt ihr mir? Es geht los. Finden dann wir hier noch etwas? Wahrscheinlich nicht. Ja. Dann mal los. Schön hinter mir bleiben. Schön hinter ihm bleiben. Da. Wir sind doch gar nicht runtergelaufen. Wachhauptfrau Dockenschmied, ihr hier, was geht hier vor? Und was gibt's diesem Davanja das Recht, sich einzumischen, vor allem erst jetzt, wo nahezu alles bereits aufgeklärt ist? Nun ja, als also die Braioskirche erfuhr, dass ein weiterer Mord verübt wurde, offerierte der Großinquisitor seine Hilfe. In seiner Not nahm der Graf Davanjas Angebot kurzerhand an. Dieser aufgeblasene Kuttenträger redet so, als hätte die Stadt gerade gar nichts geleistet. An euch sieht man jedoch, dass die Welt noch nicht gänzlich ohne Tugenden ist. Auf die Hilfe dieses selbsternannten Oberaufklärers kann ich jedenfalls gut verzichten, aber Ärger beiseite, erzählt mir bitte, was geschehen ist. Wie es scheint, sind diese Edelleute Ferio von Ferdok und Castan Wagnitz für die Morde in Ferdok verantwortlich. Ferio konnte ich noch niederstrecken, bevor er sich an Archivarin Loisanne vergreifen konnte, doch Castan Wagnitz konnte entkommen. Castan Wagnitz und Ferio von Ferdok? Unglaublich. Aber was war denn nur das Motiv für diese grausamen Morde? Loisanne hat herausgefunden, dass fast alle Opfer eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren allesamt Nachfahren von Drachentötern. Weshalb aber diese Tiere ihnen das Herz herausgerissen haben, das kann uns nur noch dieser Wagnitz erzählen. Mag sein, aber wenn er klug ist, wird er Ferdok bereits verlassen haben. Gefallen tut mir das Ganze jedenfalls überhaupt nicht. Vielleicht ist es doch nicht das Schlechteste, dass sich die Braios-Gewaltenschaft der Sache angenommen hat. Ich verstehe allerdings nicht, warum Ferio von Ferdok den Mord an Ardo bestritten hat. Loisanne sagte, dass Ardo vom Eberstamm kein Nachkomme eines Drachentöters gewesen sei. Dennoch fiel er diesen Mördern zum Opfer. Ich verstehe das einfach nicht. Hab keine Sorge, ich bin sicher, dass Wagnitz gefasst werden wird. Spätestens dann wird sich alles aufklären. Immerhin konntet ihr den Morden ein Ende setzen und die Archivarin vor einem grausamen Tod bewahren. Ich bringe euch nun zu Graf Krovin. Er wird sicher hoch erfreut über die Neuigkeit sein. Nun gut, dann auf zur Grafenresidenz. Okay, wir kommen zum Grafen. Eieiei. Welche Ehre. Oh, da ist er schon. Graf Krovin. Ah, endlich lerne ich euch kennen. Ich habe schon so viel von euch gehört, wie ihr diese Morde ganz alleine aufgedeckt und die Täter zur Strecke gebracht habt. Ist wahrlich eine meisterliche Leistung. Dank euch kehrt in Ferdok endlich wieder ein wenig Frieden. Ja, wir wollen es hoffen, bei den Göttern.
Ich war nicht alleine verantwortlich, meine tapferen Begleiter Forgrim, Sohn des Ferolax, Gladys Schlatrumir und Rulana von Kurkum, gebührt ebenso viel Ehre wie euch auch der Archivarin Loisanne, die uns hilfreich zur Seite stand. Es ist mir eine wahre Ehre, solch eine Gruppe voller Heldentum vor mir zu haben. Wie ihr sicherlich wisst, wurde für die Aufklärung der Morde eine hohe Summe ausgeschrieben. Diese habt ihr euch redlich verdient. Nehmt diesen Orden der Stadt Ferdog als kleine Geste und nicht zu vergessen die ausgeschriebene Belohnung. Doch dies ist noch nicht alles. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Vogtin Dariana. Creasola, es ist mein besonderes Vergnügen, euch endlich kennenlernen zu dürfen. Oh Gott, schaut mal den Kraken an. Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, verehrte Vogtin. Etikette. Haha, sehr gut. Die Vogtin ist übrigens die Auftraggeberin eures seligen Freundes Ardo von Eberstamm. Sie war es auch, die Idee hatte, euch Ardos gräfliches Lehen zu überlassen. Ihr wisst schon das Haus, welches er am Breiusplatz bewohnte. Ich bin mir sicher, das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Hab Dank, Graf Grovin, und euch auch, Vogtin Dariana. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht. Es sind noch nicht alle Mörder gefasst. Castan Wagnitz gelang die Flucht. Castan Wagnitz, sagt ihr. Er war an den Morden beteiligt, Donnerwetter. Wie ich mich nur derart in ihm tauschen konnte. Tja, aber es dann mit der Angst zu tun bekommen und stiften gehen, wenn es zu Abwechslung mal für ihn brenzlig wird, naja, wenigstens sind wir den verräterischen Halunken damit erstmal los. Ich denke, 50 Dukaten für seine Ergreifung sollten seine Flucht ausreichend behindern. Irgendwann werden dem Hasenfuß die Bestechungsgelder schon ausgehen. Und was die Aussage Ferios angeht, er wollte sich sicherlich nur aus der brenzlichen Lage herauslügen. Aber genug Trübsal geblasen für heute, das Herz Ferdochs erhält sich allmählich von Neuem. Meine Freunde, das grausame Morden hat zu guter Letzt ein Ende gefunden und keinen Moment zu früh, wie ich meinen möchte, da ich kurz vor eurem Eintreffen über die Fertigstellung des Hesinne-Tempels in Kenntnis gesetzt wurde. Schon bald nach der Ausrufung der Drachenqueste werden lachende und tanzende Bürger die Straßen beleben. Hiermit befehle ich die Öffnung aller Straßensperren. Nun geht, Creasola. Ferdok heißt euch mit offenen Briefen willkommen, mit offenen Armen willkommen. Genießt eure Belohnung und besucht bei Zeiten euer gräfliches Anwesen. Wartet noch, ich würde gerne einen Augenblick. Jetzt redet sie auf einmal. Es geht um Ardo vom Eberstamm. Ja, hast du deine Stimme wieder gefunden? Wenn es um meinen alten Freund und Mentor geht, habe ich so viel Zeit, wie ihr wollt. Habe ich euch richtig verstanden? Ferio von Ferdok leugnete, Ardo umgebracht zu haben. Dem ist so. Wie Graf Krovin schon sagte, wollte er damit wohl nur seine eigene Haut retten, aber sagt, wisst ihr vielleicht, weshalb Ardo zu dunkler Stunde am Hafen war? Nun, ich bat Ardo, gewissen Kreisen in Ferdok einmal auf den Zahn zu fühlen. Offenbar hat das geschwächte Ferdok einige habgierige Gestalten zweifelhaften Rufs angelockt. Vor allem der stetig zunehmende Schmuggel im Hafengebiet gibt Anlass zur Sorge. Ardo sollte herausfinden, wo die Fäden des korrupten Netzes zusammenlaufen. Zu einem Überfluss wurde das Ganze noch von den Streitigkeiten der zwei mächtigsten Ferdocker Handelshäusern überschattet. Seine Aufgabe war also alles andere als leicht. Aha, Streitigkeiten. Die ganze Sache verwirrt mich. Glaubt ihr etwa, sein Mord könnte auch etwas mit den Untersuchungen im Hafenviertel zu tun haben? Waren diese Kultisten am Ende in die kriminellen Geschäfte am Hafen verwickelt? Da bin ich überfragt. Zugegeben, eine Verbindung könnte bestanden haben, aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Was würdet ihr davon halten, Ardos Untersuchungen in seinem Sinne fortzusetzen? Es wäre mir eine große Ehre, allerdings wüsste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Für den Anfang haltet ihr euch am besten an eines der beiden Handelshäuser. Ihr erregt am wenigsten Aufsehen, wenn ihr im Hafen nach Arbeit fragt. Verschafft euch etwas Ansehen, vielleicht kommt ihr so an die ein oder andere wichtige Information. Störebrands haben ihren Handelsposten in der Nähe der Brauerei und deren Konkurrenzhaus Nicebeck ist im östlichen Hafengebiet nahe des Docks angesiedelt. Das Handelshaus Nicebeck nahe des östlichen Docks und die Störebrands nahe der Brauerei. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Meldet euch wieder, sobald ihr bei einem der Handelshäuser untergekommen seid. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich alles tun werde, um Ardos Nachforschungen an seiner Stadt zum Erfolg zu führen. Auf bald, Vogtin. So. Die Frage ist noch, wo ist unser Freund? Ne? Wo ist unser Freund, der liebe Dario? Der ist ja immer noch hinter Schloss und Riegel, glaube ich. Ne? So, jetzt hier müssen wir erstmal rausmarschieren. Hier können wir ja schlecht irgendwas mitgehen lassen. Das geht ja gar nicht. Hier geht's raus. Es geht los. Wenn alle Straßensperren geöffnet sind, heißt das, wir können jetzt in den oberen Bereich. Was ist denn jetzt los? Der Hausverwalter des Herrn vom Eberstamm. Oh, der Hausverwalter. Er hat lange in seinem Namen das Anwesen verwaltet. Doch nach seinem Tod war die Zukunft des Hauses ungewiss. Man sagt mir aber, dass ihr ein Freund Arlos seid und euch Graf Grovin das Haus übereignet hat. Der Bart ist ja geil. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Creasola. Was kann ich für euch tun?
Ich wollte fragen, ob ihr nicht meine Dienste gebrauchen könntet. Ich kenne das Anwesen sehr gut, habe es jahrelang geführt und es würde mich freuen, euch bei den Angelegenheiten im Haus zur Hand zu gehen. Ja, natürlich. Herr Wirwosch, das hört sich nach einer prächtigen Idee an. Ich bin mir sicher, das wäre auch im Sinne Ardus gewesen. Oh, wunderbar. Ich werde schnell einiges vorbereiten. Am besten treffen wir uns in eurem Haus. Vielen Dank nochmal. Bis nachher. Ardus Anwesen, du bist nun stolze Besitzerin eines Anwesens in Ferdok. An exponierter Stelle gelegen, gleich gegenüber dem Preios-Tempel, findest du einen Ort der Ruhe, um dich zu erholen oder gefundene Ausrüstung einzulagern. Es bietet dir auch die Möglichkeit, während deiner Reisen neu gewonnene Freunde in dein Haus einzuladen. Sie quartieren sich dann bei dir ein, damit du sie später erneut in deine Gruppe aufnehmen kannst. Beachte dabei, dass auch die wartenden Personen Abenteuerpunkte erhalten, sodass du sie nach deiner Rückkehr steigern kannst. Weiterhin kannst du dein Haus mit Gegenständen verschönern. Dein neuer Hausverwalter Wirwosch ist Ansprechpartner in allem, was dein Haus betrifft. Er freut sich, mit dir zusammenzuarbeiten und erwartet dich in Kürze daheim. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Das hört sich doch wirklich richtig gut an. Wir haben ein eigenes Haus in der Nähe von in der Nähe des Preios-Tempels. Das Haus war auch lange mein Zuhause. Ich bin wirklich froh, dass ihr es bekommen habt. Nur ich auch. Vielleicht hat Ardo irgendwelche Hinweise zurückgelassen, die uns weiterhelfen. Das könnte natürlich sein. Wir haben aber beim Hafen noch gar nicht untersucht. Ach, schaut mal, hier sind wieder diese komischen Statuen. Wir haben am Hafen noch gar nicht untersucht, wo Ardus Leiche gefunden worden ist. Da hätten wir noch irgendwas untersuchen sollen eigentlich, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal zum Haus. Kreasola ist verletzt, die muss... Nein, haben wir jetzt keine Zeit. Kreasola ist verletzt, die muss erstmal... Sie muss... Ja, genau. Was mache ich jetzt? Dieser blöde Zwerg. Dieser blöde Brunnen. Aber wir haben jetzt leider keine Zeit gerade für dich. Wir müssen jetzt erstmal zu unserem Haus. Da hängt ein Zettel. Den lese ich doch mal schnell durch. Welche Schande! Das Haus der Göttin. Ach, das ist der Rundra-Tempel. Im Namen der göttlichen Leuen. Durch den ruhmreichen Tod der geweihten Rondianer zu Waldstein bei der Schlacht auf dem Mithriasfeld vor Werheim 1027 BF bleibt der Tempel der Rondra bis auf weiteres geschlossen. Das sind keine guten Nachrichten. Gut, kommen wir hier weiter. Ich schau mal kurz auf die Karte. Grafenstadt. Hier Zwergenviertel. Konter Neisbeck. Breiosplatz. Da oben müssen wir lang. Okay. Also nicht darunter, sondern da oben lang. Gut. Hier wahrscheinlich geht's auch, ne? Ne, da geht's zum Hafen. Da müssen wir aber jetzt nicht hin. Das ist der Preios-Tempel, glaube ich, ne? Ja, das ist der Preios-Tempel, also geht's hier lang. Hier müsste es rausgehen. Genau, da geht es zum Preiosplatz und damit dann zu unserem Haus. Und das wollen wir natürlich gleich mal besichtigen. Das ist der fertiggestellte Sindetempel. Da müsste unser Haus sein. Und wir haben auch noch einige Sachen zu verkaufen und so weiter. Und ich will auch gucken, wie viel Geld wir jetzt haben. So, können wir da jetzt einfach reinmarschieren? Ja, schaut gut aus. Willkommen, Ordheim. Ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden wie der Herr vom Eberstamm. Ja, das hoffe ich auch. Seid unbesorgt, wenn Arthur eure Dienste zu schätzen lernen konnte, dann werden wir sicher auch gut miteinander auskommen. Na, wenn ihr meint, ihr seid freundlich, wirklich sehr, sehr freundlich. Auch wenn Arthur von Eberstamm oft etwas grobschlächtig im Umgang mit seinen Hausverwaltern umzugehen pflegte, so konnte er aus seiner Zufriedenheit am Ende doch keinen Hehl machen. Ich war zutiefst bestürzt, als ich von seinem Tod erfahren hatte. Dank eurer unnachgiebigen Tapferkeit haben die Mordbuben nun ihre gerechte Strafe bekommen. Sagt Wirwosch, dieses Anwesen hat von außen einen wesentlich kleineren Anschein als von innen. Ja, da habt ihr recht. Die grandiosen Arbeiten der zwergischen Architektenbrüder Silvusch und Ulrosch hier bringen einen immer wieder zum Staunen. Doch ich will euch nicht lange mit Palaver aufhalten. Hier ist ein Brief, kein Hinweis auf den Schreiber. Als der Bote ihn übergab, sagte er, er sei dringend. Zeigt her, der Zauberer Corium bittet mich, schleunigst zum Hesindetempel aufzumachen. Ich soll dort beim Tempelvorsteher Dorian von Kuslik vorsprechen. Scheinbar gibt es ein Problem bei der Vorbereitung der Drachenqueste. Oh, was für eine Ehre. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun, bevor ihr aufbrecht? Eine Frage noch, Wirwosch.
Wisst ihr, wo ich Dorin von Kuslik und die Hesindikere finde? Das wissen wir schon. Dieses Anwesen, erzählt mir mehr darüber. Was kann ich hier alles machen? Ihr müsst wissen, Ardo war ein sehr vielseitiger Mensch. Da er auch sehr viel unterwegs war, brauchten wir immer viele Möglichkeiten, Dinge einzulagern. Oft zog er sich auch zurück und tüftelte an seinem Werkbänken. Doch an manchen Tagen, wenn besonders schönes Wetter war, saß er einfach nur im Hinterhof, seinem kleinen Garten, wie er ihn zu nennen pflegte, und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Aber was genau interessiert euch denn? Wo befinden sich die Werkbänke? Ihr sprach von Lagermöglichkeiten. Erzählt mir von dem Garten. Diese Landkarte dort an der Wand, was hat es damit auf sich? Ah ja, die alte Landkarte. Ardo nutzte sie immer wieder, um seine vielen Reisen zu planen. Tüftelte ewig über die kürzeste Reiseroute auf seinen Abenteuern. Schaut sie euch ruhig einmal an. Erzählt mir vom Garten. Wisst ihr, ein Garten ist eine Form der Meditation. Es war immer ein Ausgleich für Ardo, in ihm zu arbeiten. Seit seinem Tod kümmere ich mich um ihn. Falls ihr in euren Abenteuern neue Pflanzen findet, bringt mir doch ein paar Samen mit. Es würde mich freuen, wenn der Garten wieder ein wenig aufblüht, wenn da nicht diese vermaledeiten Katzen wären. Überall buddelt dieser Flohteppich herum und bringt den ganzen Dreck ins Haus. Doch Ardo brachte sie eines Tages von seiner Reise mit. Nun ja. Wo? Ihr spart von Lagermöglichkeiten? Ja, wenn ihr euch in den Raum östlich der Eingangstüre begebt, da ist es der Lagerraum des Anwesens. Ardo hat dort immer seine Beute aus seinen vielen Abenteuern aufbewahrt. Aha. Erzählt mir etwas über euch und Ardo. Als Hausverwalter habt ihr doch sicherlich schon einiges mit ihm erlebt. Das will ich wohl meinen, Meisterin Creasola. Ich weiß noch, wie er mich zu seinem Einstand als sein Hausverwalter aus dem Haus gescheucht hat, weil ich seine Kleidung hatte reinigen lassen. Haha, ja, so war Ardo nun mal. Erzählt doch weiter. Nun, was soll ich sagen? Ich war doch mehr als verwundert über solche Eigenarten. Als ich zurückkam, hatte er auch noch die Waschfrau vergrault. Einen ganzen Mond lang war er unleidig und aufbrausend. Jedenfalls habe ich nie wieder Hand an eines seiner Kleidungsstücke legen lassen. Ach, er fehlt mir schon so sehr, der gute Herr vom Eberstamm. Doch vorerst genug der alten Geschichten. Kann ich noch etwas für euch tun? Nein, das ist alles. Vielen Dank.